Als nächster Redner am Wort Friedrich Ofenauer von der ÖVP. Danke, Herr Präsident, Herr Justizminister, Herr Innenminister. Wir diskutieren den Sicherheitsbericht 2015 und vorweg gesagt, jedes Verbrechen, jede Straftat ist eine zu viel. Aber eine Welt ohne Verbrechen, eine Welt ohne Straftaten wird wohl eine Utopie bleiben. Umso erfreulicher ist der Sicherheitsbericht 2015, der in seinem Gesamtbild zeigt, dass die Anzeigen einen Tiefstand in den letzten 10 Jahren erreicht haben und dass es die höchste Aufklärungsquote in den letzten 10 Jahren gibt. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, ein großer Dank an die Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag für die Sicherheit Österreichs sorgen. Trotzdem steht dem gegenüber, dass das subjektive Sicherheitsgefühl sinkt, weil eine Bedrohung des unmittelbaren Lebensumfeldes befürchtet wird. Die Frage ist jetzt nur, wie stärkt man das subjektive Sicherheitsgefühl? Ich glaube nicht dadurch, dass man permanent gebetsmühlenartig wiederholt, wie schrecklich alles ist und einzelne Bereiche hervorzieht, wie Kollege Lazar, aber auch nicht durch populistische Äußerungen, wie vom Kollegen Pilz, der einen Bereich dem anderen gegenüberstellt. Weil Tatsache ist schon, dass im Budget 2017 über 51% für den Bereich Arbeit, Soziales und Familie und 12,6% für den Bereich Recht und Sicherheit aufgewendet werden. Und Kollege, lassen Sie auch die Kirche im Dorf, denn nicht immer sind Prozentsätze wirklich aussagekräftig. Bei über 500.000 Delikten im Jahr 2015 sind ca. 1.100 im rechtsradikalen Bereich zuzuordnen. Und ich rufe da schon auch etwas zur Mäßigung auf, denn Politiker wie Sie sind auch verantwortlich dafür, dass falsche Interpretationen herumschwirren, dass dadurch die Unsicherheit steigt und die Polarisierung zunimmt. Und das wird zunehmend auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Innenminister Wolfgang Sobotka und unsere Polizistinnen und Polizisten arbeiten aktiv und erfolgreich an einer weiteren Verbesserung der Sicherheitslage in Österreich. 3 Beispiele. Seit 2009 läuft eine Aufnahmeoffensive bei der Polizei. Das hat das Ergebnis, dass bis 2017 3.059 Polizisten mehr im Dienst sein werden. Und ein Mehr an Polizisten auf der Straße bedeutet auch ein Mehr an Sicherheit. Zum Zweiten eine Sicherheitsoffensive mit Beschaffungen im Ausmaß von 288 Millionen Euro. Schutzausrüstung, Sondereinsatztechnik für Kommunikation, IT-Technik und Sicherheit, Luft- und Kraftfahrzeuge. Nicht zuletzt 6.000 ballistische Schutzwesten, die angekauft wurden. Und die letzten 1.000 kommen im ersten Quartal 2017. Und nicht zuletzt zum Dritten die Aktion Gemeinsam sicher, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll zwischen den Polizistinnen und Polizisten und den Bürgerinnen und Bürgern, damit sie selbst aktiv an der Steigerung der Sicherheit in ihrem Bereich mitarbeiten können. Denn die Kriminalität ist dort niedrig, wo das Umfeld achtsam ist. Und unser Ziel muss es sein, aufeinander Acht zu geben, im Sinne einer Kameradschaft zwischen den Nachbarn, aber auch eine Kameradschaft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Polizistinnen und Polizisten. Und damit arbeiten wir gemeinsam an einem sicheren Österreich. Trotz Kriminalitätsrückgang steige das subjektive Unsicherheitsgefühl, hebt Friedrich Ofenauer von der ÖVP hervor. Um dem zu begegnen, laufe seit 2009 ein Aufnahmeprogramm bei der Polizei und man habe die Ausrüstung der Exekutive verbessert.